meine lieben Freunde und ein ganz herzlich willkommen zur dritten Folge von Digimon Masters Online auf dem Server Lilith, meine lieben Freunde. War kurz aufgestoßen. Ich habe Dingens gelöscht, beide Tests. Teriamon kommt rein, lol. Jawohl, was haben wir denn? Champion aber nur. Egal, dann battlen wir uns auf den Champion durch. Aber hat man nicht auch Evos gekriegt? Keine Ahnung. Was heißt denn? Warte mal, Gatling. Gatling Gun. Hoffentlich habe ich richtig geschrieben, wenn nicht. Egal. So, dann haben wir schon mal unseren ersten coolen Schritt getan, denke ich mal. Mit Teriamon kann ich wirklich, wirklich leben. Eines meiner Favorites, die Top 1 bei mir stehen, mit Gabumon zusammen. Ach ja, das Spiel weiß, glaube ich, noch ein bisschen was über mich. So, schöne Sache. Ja, tut mir leid, Firepomon. Tut mir leid, Bro. So, 122. Wir haben gerade irgendwas bekommen. Irgendeine Mail. Okay, 5 Bananas. Brauchen wir aber nicht. Ich könnte jetzt einmal klonen. Könnten wir machen, Mario. Mehr können wir aber auch nicht machen. Wir könnten jetzt einmal perfekt auf 1 statten. Oh, ist da ein fettes Viech da drin? What the fuck? AT, na klar, auf 2. Ich vergesse das immer. Warum wird Diablo 3 aktualisiert? Das dürfen die nicht machen. Aber man hat doch mal 3 Evos und so. Ah, ich muss, glaube ich, erstmal Tamer Level abkommen. Tamer Level 10 war das, glaube ich. So, weil wir gehen jetzt erstmal noch auf die Anfangsmap, weil ich ja auf diesem Account überhaupt nichts habe. Alter. Schön, dass Overwatch aktualisiert wird und so. Was zeigen mir die das denn alles? So, jetzt. Wir bräuchten Evos. 9 Stück, glaube ich. Boah, Overwatch Spiel war schön. Ich muss nochmal gucken, ganz genau. 9, glaube ich, ne? Ja. Und dann brauchen wir noch den Black Saint Wing. Aber richtig geil mit Teriamon. Yay. Eine Party wäre cool. Los. Los, du Lahmarsch. Mach doch mal Bubble Flash. Kommt erst auf Level 6, ne? So, 2, 3. Was ist denn? Ah, die Crystal. Die Crystalloids. So, schnapp dir den nächsten. Ja, jetzt kommt der Damage. Jetzt kommt der Crit hier raus. Ach, los. Sind ja jetzt auch Level 5. Oh, und Freitag ist bestimmt wieder XP-Event. Da kann man auch noch ein bisschen was raushauen. So, ich bleib bis Level 11 hier und dann gehe ich Western Village. So, den müsstest du doch schaffen. Schon locker easy. Aber wir haben uns die Bananen nicht rausgeholt. Das ist jetzt ein bisschen mies. Hätte ich mal die Bananen rausgeholt. Warte mal. Komm schon. Irgendwas reißen. Nicht sterben. Nicht sterben. Jawohl. Ach, Bubble Blast kann der gar nicht, ne? Das erlernt er ja gar nicht. Nur den Terrier Tornado. Aber der zieht wenigstens was ab. So, noch ein. Noch ein Terrier Tornado. Ui, was ist denn hier? Cool Summerbox. Was ist denn da drin? Oh, geil. Korrekt. Haben wir schon mal geile, korrekte Food-Sachen. Lol, Keramon Egg. Und noch eine Box. Ja, das ist doch korrekt, wenn wir schon mal Food kriegen. Das heißt dann... Das heißt dann schön, dass wir...
uns nichts kaufen müssen erstmal. So, also so, also dass wir die erstmal droppen müssen. Und da check ich auch nicht, wie gesagt. Warum kriegen wir denn hier einfach mal. Ja, einfach mal Insektendaten. Neue Level 9. Die Crystalloids. Da. So, nochmal reinballern hier. Zack, die Bones. Die Bones, Bones, Bones. So, gibt's wieder Karten. Ne, Seals. Ey, boah, ey, momentan sind da auch echt viele Seals, ne, die man droppt. Garurumon Black Seal gibt's jetzt auch? Lol, krass. So viele Neuerungen. Ich war mir sicher, dass es die nicht gibt. Nur noch ein Level. Dann haben wir es geschafft. Dann sind wir auf dem Champion Level. Oh oh. Los, Teriamon, hau drauf. Jetzt mal eben so ein Essen. Ja, gut. Yeah, und wir sind Gargumon. Fetter Shit. So, können wir erstmal hier abhauen. Der muss hier so hoch. Und die können wir eigentlich schon wieder alle wegballern. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Na gut, jetzt sei denn, man will sich jetzt direkt Ziel schon machen. Das geht natürlich auch, ne? So, ab nach Western. Warte mal, Dorothins Call, was ist denn, wenn ich den einfach mal mache? In Yokohama Village. Toll. Kommen wir zurück. Warte, dann nehme ich die auch hier an. Ach komm, wir questen einfach ein bisschen mal. Damit wir auch ein bisschen Thema kriegen und so. Oh, wir kriegen gleich eine Fruit. Da kann man ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen höher kommen vom Fruiten, ja. 129% wäre natürlich mega geil. Mit einer Fruit direkt. Ich weiß auch momentan gar nicht, was für ein Event ist. Ich weiß gar nicht, was für Items es gibt. Ich weiß gar nichts. Ich bin jetzt einfach blind wieder eingestiegen. Man ist ja nicht schlimm so. Bam. Looking for EDG. EDG. Hi, Dolphin. So. Wollt ihr mir nicht ein Geschenk machen? Ja, Dolphins Gift. So, das war's. War jetzt nicht so geil, ne? Also. Padaboom, padabang. Aber wir sind gleich Thema Level 8. Vielleicht kriegen wir auf Thema Level 10 irgendwie noch eine Box mit Evos oder so. Wäre auf jeden Fall geil. So, hallo. Da ist er ja. Und jetzt kriegen wir wieder eine Mail. Dass wir in die Digital World gehen. Dann mache ich eine Timebomb. Kein Bock wieder so lange zu laufen. So. Was war hier oben nochmal? Der Kalumon Man. Kalumon Man. Die Eggs können wir schon mal wegbringen eigentlich. Ach, jetzt haben wir hier wieder was Neues bei dem. Und Frigimon, ja, gut. Machen wir. Aber erstmal geben wir ein bisschen Geld da. Ja. Ach ja, die kann ich nur. Mein Gott, ich bin so raus, ne? Wieso versuche ich denn die ganze Zeit das beim Dings zu verkaufen? So, Return. Wir können jedes Geld gebrauchen. Teramon Egg brauchen wir jetzt auch nicht so. Nicht so unbedingt. Dann können wir jetzt gleich klonen.
Jawohl. Aber ein bisschen Damage mehr. Dann besser als gar nichts, ne? Parau. Go inside to that. Auf AT natürlich. Und dann nehmen wir doch direkt den mit. AT auf 5. Way. Das ist übel fett, der Terriermon. So. Dann gehen wir jetzt mal nach Western Village. So, to the Terminal. Die Terminal. Ach, hier war ich ja noch gar nicht. Da auch noch nicht. Da auch noch nie in mein Leben. Boah, guckt euch das an. Es wird immer voller hier unten. Immer voller. Man kommt durch jedes Gebiet. Das ist doch super toll. Super toll. So, wir sind jetzt in 3, 2, 1 angekommen. Willkommen in Western Village. Und da gibt es auch direkt ein Problem. Hey, hallo. Hier können wir schon mal abgeben. Ah, da oben bei dem. So, wir müssen Woodmon und Togemon killen. Aber das kennen wir ja schon von damals. Da oben ist der Kurator, da gehen wir mal eben hin. Boah, AT 246. Unnormal. Oha, der hat voll viele von uns. Togemons und... Ah, okay, alles mit Togemon und Woodmon. Das ist doch feini. Gehen wir da ein paar killen. Die sind hier meistens. Da sind die Togemon. Und die Woodmon. And the Woodmon. So, hau drauf da. So eine Party wäre eigentlich auch eigentlich richtig chillig. Thema Level 8. Tamer Level 8. Muss ich auch Leader killen? Wahrscheinlich, um die Nadeln zu bekommen von denen. Weil, bis jetzt habe ich noch keine Nadel gedroppt. Dann wahrscheinlich die Leader. Weil das ist ja keine Probleme. Ach, hau den weg. Hau den Leader weg. Wie brauchen wir denn davon? 1 von 5. 5 Nadeln. Und wir kriegen Geld. Na los. Pouts. Keine Nadeln. Ach doch, da haben wir jetzt was. Sehr gut. Oh, Level 13 schon. Das geht ja schnell, doch. Und noch ein Pouts. Oh, krass, ich habe doch noch keine Links bekommen. Ich habe erst einen von denen. Das ist ja kacke. Oh, wann droppe ich die denn, ey? May, I don't know. Und? Natürlich nicht. Natürlich wieder nicht, ey. Aber dafür gibt's Monsterkarten, die wir gar nicht brauchen. Oder beziehungsweise wieder... Warte mal. Ah, so war das eingestellt. Warum kommen hier keine Nadeln? Level 14. Also man sollte sich ein bisschen länger bei Togemon aufhalten, oder was? Das ist ja mal voll kacker. So. 3, noch 2. 3, noch 2.
Und Pouts, Pouts, Pouts. Okay. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das für diese Folge. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Auf jeden Fall meine Hoodies, Buddies, Buddies. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Tschüss, haut rein und bleibt sauber.